Also der weibliche Zyklus, der funktioniert eben zyklisch, wie das Wort sagt. Er beginnt am ersten Blutungstag der Periode oder Menstruationsblutung und dauert dann bis wieder zum ersten Blutungstag der nächsten Periode. Und dieser Zyklus wiederholt sich im Leben einer Frau während ihrer fruchtbaren Jahre. Der weibliche Zyklus ist das Ergebnis eines Zusammenspiels zwischen dem Gehirn. Und zwar im Gehirn gibt es hier Hirnanhangsdrüse. Die bildet bestimmte Botenstoffe, die gehen zu den Eierstöcken. Die Eierstöcke reagieren auf diese Botenstoffe, indem sie selber wieder Hormone produzieren. Das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel der Hormone. Wir können den Zyklus einteilen in eine erste Zyklushälfte, die geprägt ist von den Östrogenen. Dann in der Regel hat Frau einen Eisprung und eine zweite Zyklushälfte, die beeinflusst wird von den Gestagenen, den Gelbkörperhormonen. Die wirken auf die Schleimhaut ein, bereiten sie vor für die befruchtete Eizelle. Wenn die nicht kommt, dann fallen diese Hormone wieder ab und es kommt dann eben so um den 28. Tag herum zur Monatsblutung. Das PMS ist eine Abkürzung und zwar für prämenstruelles Syndrom. Das sind die Tage vor den Tagen, also vor der Menstruation. Für viele Frauen sind diese völlig unproblematisch. Andere haben leichte Beschwerden und dann gibt es doch einige, die starke Beschwerden haben. Und zwar sind das eine ganze lange Reihe von Symptomen. Rein körperlich, was typisch ist, Frau sagt, ich habe so ein Brustspannen, richtig schmerzende Brüste. Oder ich bin gedunsen, ich bin völlig unwohl in meinem Körper. Oder ich habe 3-4 Kilo mehr auf der Waage vor der Periode. Dann gibt es die Schmerzen, Unterbauchschmerzen, wie Menstruationskrämpfe, Kopfschmerzen, das alles kommt vor. Und dann ebenso auch schlechter Schlaf, Konzentrationsschwierigkeiten. Und von der Stimmung her, das ist dann besonders lästig, kann es eine gereizte Stimmung sein, nicht aushalten, nicht belastbar sein oder neu am Wasser gebaut sein, sofort weinen und sich selber nicht mehr aushalten. Und das ist dann schlussendlich auch die Definition des Krankheitsbildes, dass es dort, wo diese Symptome zu Folgen führen für den Alltag, Beeinträchtigung der Lebensqualität im weitesten Sinn, dass es dann eben einen Krankheitswert bekommt und diese Frauen dann durchaus auch Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Um das genau diagnostizieren zu können, brauchen wir einen sogenannten Zykluskalender. Das heißt, die Patientin soll auf jeden Monat aufschreiben, wann die Symptome beginnen und wann die Periode beginnt. Und innerhalb der nächsten Zyklen sieht man dann, dass diese Symptome zyklusabhängig sind, immer circa eine Woche vor der Periode auftreten. Ein bisschen genervter sein oder prägnanter, das schadet oft nicht. Aber wenn Sie selber zu sehr darunter leiden oder die Umgebung sich sehr beklagt, kann man diese Symptome lindern mit einfachen Maßnahmen. Bei den Behandlungsmethoden ist die Phytotherapie, also die Behandlung mit Pflanzen, an erster Stelle. Wir haben mit Agnus castus, dem Mönchspfeffer, ein hervorragendes Mittel, diese hormonellen Schwankungen abzugleichen. Zusätzlich kann mit einer Pille, wenn eine Antikonzeption gefordert ist, der Symptomkomplex deutlich verbessert werden. Eine Kombination dieser zwei Methoden, das heißt der Hormonpille als auch der Pflanzenheilkunde mit der phytotherapeutischen Anwendung des Mönchspfeffers hat sich sehr etabliert. Nur in seltenen Fällen, in ganz schweren depressiven Fällen, ist ein Antidepressivum nötig. Aber dort ist das Nebenwirkungsspektrum deutlich schlechter als bei den anderen vorgenannten Medikamenten.